Meine hochgeschätzten Freunde des brachial brutalen Burggenusses, ich darf euch heute mal wieder herzlich willkommen heißen zum zweiten Teil des dritten Teils der Burgentour. Wir sind heute mal wieder an der Burg Egerberg, ihr seht sie schon im Hintergrund. Und ich hatte ja versprochen, dass wir uns heute noch mit der Geschichte dieser Burg hier auseinandersetzen und noch ein wenig den Verlauf der Adelsgeschlechter, die dieses Gemäuer hier inne hatten, aufklären. Im ersten Teil der Zornstein- bzw. Egerberg-Burgentour schauen wir uns das komplette Areal hier an, erklären natürlich auch, was es damit auf sich hat, was hier für bauliche Konzepte angewendet wurden und wie man das Ganze dann auch in die Verteidigungskonzeption hat einfließen lassen. Und ihr wisst doch hoffentlich mittlerweile, wie es läuft, meine Freunde. Kracht euch eine Packung Dominosteine auf, stellt euch noch ein paar mannigfaltige Lebkuchenleckereien dazu, gießt euch euer leckerstes Kaltgetränk im Hause ein, lehnt euch zurück und genießt mit mir zusammen den zweiten Teil der großen Questing Night Burgentour. Es geht vorwärts und aufwärts. Zu Beginn der Geschichte der Burg noch mal eine kurze Bezugnahme auf die letzte Folge. Hier habe ich ja bereits verlauten lassen, dass lange Zeit vermutet wurde, dass der Egerberg zu Beginn des 14. Jahrhunderts erbaut wurde. Genauer gesagt 1317, da er zu dieser Zeit das erste Mal in den Urkunden auftauchte. Später stellte sich dann allerdings heraus, dass die Burg bereits viel eher, also um das Jahre 1241 erbaut wurde. Also unmittelbar an der Grenze zum Spätmittelalter. Die Erbauer dieser Burg wurden damals die Herren von Egerberg genannt. Diese kamen ursprünglich aus Mähren hinüber, also eins der Länder der böhmischen Krone, was heute oder auch damals natürlich im Osten liegt. Diese machten sich damals bezahlt für den König und stiegen in der Gunst relativ schnell auf, da sie viel ins Kriegshandwerk verstrickt waren und den König in zahlreichen Feldzügen unterstützten und so auch zu Reichtum gelangten. Später veräußerten sie alle ihre Besitztümer in Mähren und ließen sich dann hier in der Region im Saazer Kreis nieder, also um die Stadt Schartetz. Diese ist hier ganz in der Nähe und befindet sich etwas westlich von der Burg. Die Egerburg blieb schließlich für einige Generationen in der Familie der Herren von Egerberg, bis sie schließlich im Jahre 1350 an die Schönburger veräußert wurde. Das Wappen blende ich euch wie gehabt hier unten mit ein. Und die Schönburger sollten ja auch schon aus den vorangegangenen Burgentouren bekannt sein. Diese sollten auch später noch eine Rolle in der Geschichte des Egerberges spielen. Aber Gemach, Gemach, dazu kommen wir dann später. Der Adlige aus der Familie der Schönburger, der damals in den Urkunden als der Herr von Egerberg auftauchte, war ein gewisser Friedrich gewesen. Und jetzt ist natürlich die Frage, ich habe extensive Recherche betrieben, um versuchen herauszufinden, ob es vielleicht sich um den Friedrich handelte, der zur damaligen Zeit auch Perstein inne gehabt hatte. Allerdings habe ich dazu nichts gefunden und es stellte sich auch heraus, dass damals gefühlt jeder Adlige entweder Friedrich oder Wilhelm hieß. Doch die Schönburger sollten erst später das Schicksal des Egerberges weiter bestimmen. Sie veräußerten später die Burg 1384 an einen gewissen Heinrich von Skopeck und Daubar. Die Daubar, ich blende euch das Wappen auch hier wieder unten ein, gehörten zum Geschlecht derer von Lipa. Vielleicht kennt ihr einer aus dem Spiel Kingdom Come Deliverance. Wahnsinnsspiel, checkt's auf jeden Fall aus. Aber ist nicht das Thema der heutigen Tour. Auf jeden Fall dieser Heinrich gehörte damals zu einem der bedeutendsten Adligen in den böhmischen Königslanden. Er war ein ziemlich enger Berater König Wenzels IV. Und erlangte auch als solcher Reichtum, Wohlstand und vor allem Macht. Und dieser Heinrich von Skopeck investierte zwar Unsummen in den Ausbau der Egerburg. Wir haben es ja in der letzten Folge gesehen, als wir uns zum Beispiel die bastionsartige Palastbaute da drüben angeschaut haben, dass er zum Beispiel hier die Mauern von 2 auf 4 Meter verstärkte. Also ein sehr, sehr kostspieliges Unterfangen für die damalige Zeit. Doch letztlich hielt es auch er nicht ewig hier oben aus. Und so wechselte die Burg in den darauffolgenden Jahren mehrmalig den Besitzer. Das zog sich hin bis zum Jahre 1422. Die Burg wurde, salopp gesagt, also viel rumgereicht. Mehrere Adelsfamilien bewohnten sie für eine kurze Zeit. Und letztlich bestätigte der König sie dann im Jahre 1430
als das Lehen der Illburger. Ihr wisst doch, wie es läuft, meine Freunde. Wappen habt ihr hier unten. Und an dieser Stelle der erste Verweis auf die Burgentor hinauf zum Himmelstein. Denn auch zu dieser Zeit, ungefähr um 1430, machte sich ja Wilhelm von Illburg irgendwo da drüben auf dem Himmelstein breit. Sein Verwandter, ein gewisser Wendt von Illburg, verstand es auf jeden Fall, die Ränge des Hofes sehr, sehr schnell zu erklimmen. Als treuer Ergebener des Königs verstand er sich darauf, wie kein zweiter, den Anhängern der Lehren des Jan Hus ordentlich einzuheizen. Der König belohnte dies mit viel Gold und dem Lehen, zu dem auch damals die Egerburg hier gehörte. Ja, Wendt von Illburg aus dem Geschlecht der Eulenberger. Ein wahrlich großer Mann seiner Zeit, doch so ruhmreich sein Lebenswerk, so elendig letztlich sein Schicksal. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Alesch und Willem aus der ersten Folge der Burgentour, als uns damals in die Region Perstein verschlagen hat. Es entbrannten ja zwischen den Schönburgern einige Eigentumsstreitigkeiten um das Erbe, was darin mündete, dass eben Alesch die Burg Perstein bekam und Willem die neue Schönburg auf dem gleichnamigen Berg errichtete. Doch Willem, damals in den Streitigkeiten mit seinem Cousin, war er auch in mehrere Eigentumsstreitigkeiten mit anderen Adligen hier in der Region verwickelt. Und so auch mit Wendt von Illburg, was letztlich darin gipfeln sollte, dass Willem die Burg Egerberg in gar listiger Manier eroberte. Doch lasst uns hierzu einmal diesen Sachverhalt genauer untersuchen. Ich fand hierzu eine Schriftquelle, eine unter Eid abgelegte Aussage im Gericht zu Warta, also Straschnad Urschi. Auch da sollte es wieder klingeln, aber ihr wisst doch Bescheid. Auf jeden Fall wurde damals ausgesagt, dass eben beide Adlige miteinander in Fehde lagen, also Wendt von Illburg aus dem Geschlecht der Eulenburger, wie auch Willem von den Schönburgern oder von Schönburg. Und diese Streitigkeiten sollten andauern und die beiden Streithammeln sollten sich partout nicht einig werden. Und dieser ganze Disput spitzte sich schließlich so weit zu, dass sogar die Herren von Kaden sich gezwungen sahen, hierbei zu intervenieren. Kurzer Exkurs, die Stadt Kaden war damals eine Stadt der Krone. Die ist hier tatsächlich ganz in der Nähe. Wir haben es vorhin schon mal auf dieser Kamerafahrt übers Tal hier gesehen. Und diese wollten natürlich keine Streitigkeiten in ihrer unmittelbaren Grafschaft haben. Und deswegen griffen sie ein, setzten diese zwei Streithähne an einen gemeinsamen runden Tisch und es wurde eine Lösung ausgehandelt. Beziehungsweise augenscheinlich wurde versucht, eine Lösung zu finden. Ein Ultimatum wurde gestellt an Willem und an Wendt und beide sollten innerhalb von 2 Wochen ihre Streitigkeiten beilegen. Und im ersten Moment sah es sogar so aus, als seien sie fürs Erste beigelegt. Doch Willem war ein streitsüchtiger Mann und gab sich nicht zufrieden mit dem, was an diesem Tage in Kaden ausgehandelt wurde. Willem schickte also von seiner Burg Schönburg dort drüben aus seine Schergen, die die Burg Egerberg beobachteten. Sie kampierten auf einer Lichtung und warteten auf den günstigen Augenblick, um losschlagen zu können. Und tatsächlich sollte sich jener Augenblick auch schon alsbald ereilen, als der Herr Wendt die Burg verließ, um ein Bad zu nehmen im Dorf. Es ist jetzt natürlich nicht klar, ob das Dorf Kotwina oder Lestkow war. Spielt auch für unsere Geschichte keine Rolle. Auf jeden Fall war am damaligen schicksalshaften Tage nur der Küchenmeister und ein Schließer auf der Burg zugegen. Nicht gerade gut besetzt, die Verteidigungsanlage also. Was sollten diese beiden Bediensteten, der Schließer und der Küchenmeister, schon gegen die Schergen Willems ausrichten können? Wir hatten es ja schon mehrmals erwähnt. Willem war ein Mann, mit dem definitiv nicht gut Kirschen essen war. Und auch das Ultimatum der Kadener schreckte ihn eben nicht ab, noch ein Hühnchen mit Wendt zu rupfen. Herr Wendt von Illburg saß also ganz entspannt in seinem Bad und hatte den Braten noch nicht gerochen, als sich die Männer Willems in Position brachten. Mit einer List verschafften sie sich Zugang zur Burg und nahmen diese schließlich ein. Das Banner der Schönburger wurde hoch über dem Palast gehisst und als Wendt davon Wind bekam, eilte er hinauf zur Burg, häschelnd, nach Luft ringend, wie ein abgehetzter Hund, kam er hier oben auf dem Bergfried an, doch er sah bereits, dass er gegen die Übermacht der Schönburger nichts ausrichten konnte.
Er versuchte sogar noch, auf dem Absatz kehrt zu machen und kräftig Fersengeld zu geben. Und laut den Überlieferungen nutzte er dazu ein altes Hasennetz, mit dem er sich hier von den Felsen aus abseilen wollte. Aber, meine Freunde, diese tollkühne Aktion war wohl ein Schuss in den Ofen. Er stürzte beim Fluchtversuch und zog sich eine grässliche Verletzung am Knöchel zu, die ihn dazu verdammte, sich den Schönburgern zu ergeben, und seine Flucht ward damit vereitelt. Der bis dato amtierende Burggraf aus dem Geschlecht der Eulenburger wurde also wie ein üblicher Strauchdieb gefesselt und vor Wilhelm gebracht. Wilhelm, dieser kaltblütige Mann, machte mit ihm kurzen Prozess und ließ ihn bei einem Bündel Heu und einem Krug Wasser in den Marterturm werfen, wo er einem langsamen und qualvollen Tode erlag. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist Wilhelm etwa damit durchgekommen, mit so einer niederträchtigen Art diese Burg sich unter den Nagel zu reißen? Und die überraschende Antwort ist tatsächlich, ja, er ist damit durchgekommen. Er ist ungeschoren davongekommen. Und diese frevelhafte Angelegenheit wurde erst 44 Jahre später zu Gericht in Wartau zur Sprache gebracht. Anhand dieser wichtigen, unter Eid abgelegten Zeugenaussage im Gericht zu Wartau habe ich diesen Fall jetzt nochmal für euch rekapituliert und wir konnten einige wichtige Erkenntnisse daraus gewinnen, wie sich diese Sache hier oben damals zugetragen hat. So, meine Freunde, jetzt haben wir schon mal einiges der Geschichte des Egerberges hier rekonstruiert und tatsächlich soll auch das nicht der einzige Exkurs zu den ersten beiden Burgentorfolgen sein, die uns heute wieder begegnen. Ich hatte ihn damals nur ganz flüchtig erwähnt. Er war der Mann, der die mächtige Burg Perstein in die Knie zwang und sie eroberte. Die Rede ist vom Hussitengeneral Jakob von Fresowitsch. Dieser bekam im Jahre 1443 die Burg schließlich von König Georg überreicht, um seine militärischen Erfolge in den Hussitenkriegen zu feiern. Die Zeitzeugen, um ihn ein wenig zu porträtieren, beschrieben Jakob von Fresowitsch als einen gerissenen, tapferen und aggressiven Mann. Er war damals der Führer der Taboriten, also dem radikalen und militärischen Flügel der Hussiten. Doch viele beschrieben ihn eher als Anführer von Söldnern, als einen großen General. Man muss ihm allerdings zugutehalten, dass er in die Fußstapfen des großen Jan Žižka trat und so auch die Hussiten zu mehreren militärischen Erfolgen führte. Damals eroberte er fast die komplette Region in Aussicht, also jede Burgentor, die hier bisher stattfand, gehört alles zu dieser Region. Es ist wirklich ein Wahnsinn. Wir sprechen hier also wirklich von einem topografisch nicht unbeachtenswertem Gebiet. Allerdings müssen wir natürlich auch die andere Seite des Jakob von Fresowitsch beleuchten. Und diese besagt nämlich, dass mehrere seiner Zeitgenossen über ihn aussagten, dass er jemand ist, der seine eigenen Ziele und das eigene Wohl stets über die ideellen Ziele der Bewegung der Hussiten stellte. Vielleicht brachte er es auch deswegen so weit, da sein Wesen eher egoistischer Natur gewesen war und er sehr auf seinen eigenen Vorteil in allen Handlungen bedacht gewesen war. Es sollte nicht lange dauern, nachdem Jakob von Fresowitsche seinen Platz als neuer Eigentümer der Burg Egerberg hier oben eingenommen hatte, dass die Nachfolgen des Sven von Ilburg anklagten und darauf bestanden, dass sie einen rechtmäßigen Anspruch auf die Burg hier besitzen. Es kam zum Rechtsstreit, es wurde vor Gericht viel verhandelt und letztlich wurde das Eigentumsrecht von Jakubow für nichtig erklärt. Die Burg fiel also zurück in die Hände der Ilburger, doch Jakubow ging bei der ganzen Sache nicht ganz leer aus. Er bekam von den Ilburgern eine beträchtliche Menge Groschen. Da sind auf jeden Fall einige Schock geflossen. Also ihr wisst Bescheid, ein paar Schockgroschen, 500 Groschen, ein Schock. Und dadurch musste er den Besitzanspruch wieder an die Eulenberger übertragen. In den darauffolgenden Jahren setzten sich die frühen Entwicklungen der Burg fort. Nämlich wechselte die Burg wieder mehrmals den Besitzer. Mehrere Adelsfamilien erhielten den Anspruch auf die Egerburg und residierten hier oben. Doch sukzessive im Laufe des 15. Jahrhunderts wurde die Burg immer dünner besiedelt. Zeitweise lebte zum Beispiel nur noch ein Kastellan. Also ein Kastellan war in alten Zeiten ein Burgverwalter. Es war ein extra dafür geschaffener Beruf, wie ein Burgvogt zum Beispiel, der von hier oben aus alles verwaltete, aber eben nicht der Burggraf selbst gewesen war. Für die damaligen Besitzer im 15. Jahrhundert wurde dann auch die neu gebaute Felixburg immer interessanter. Die wollte ich mir ursprünglich dann auch, als ich davon gelesen habe, als nächstes anschauen.
Hab allerdings gesehen, dass von ihnen bis auf die Grundmauern nicht mehr viel übrig ist. Deswegen wird es entfallen und wir werden uns in einem von den nächsten Videos mit der Schönburg und zwei weiteren Hochkarätern, die ebenfalls in diese Zeit mit einspielen, beschäftigen. Das letzte Herrschergeschlecht, welches den Besitzanspruch über die Burg Egerberg letztlich ausübte, waren, haltet euch fest, die Stampachs von Stampach. Ebenfalls ein sehr origineller Name, fast noch besser, als dass alle Friedrich oder Wilhelm hießen. Aber nichtsdestotrotz waren sie eben die Letzten, die zur damaligen Zeit diese Burg hier oben besaßen. Doch auch für sie war vielleicht entweder der Weg hier hoch zu beschwerlich gewesen. Auf jeden Fall waren sie eben nicht wirklich hier oben vertreten. Und so verfiel die Burg zusehends. Mit ihrer Pracht war es alsbald vorüber. Und schon kurz darauf wurde der Zornstein, die Burg Egerberg, als ein wüstes Schloss aufgeführt. Das war jetzt eine Reise in die Vergangenheit des Egerberges. Ich hoffe, das war für euch interessant. Es war nicht einfach gewesen. Der Weg hier hoch und auch schon die Anfahrt in die böhmischen Gefilde waren von uns wirklich von großen Herausforderungen geprägt. Aber ihr wisst doch, wie es läuft. Je größer das Biest, das erlegt werden muss, desto größer der Ruhm. Und deswegen gibt es jetzt natürlich noch was zu feiern. Wir werden jetzt so langsam den Weg hinunter ins Tal zur kleinen Ortschaft Leskow antreten, wo unser Pferdegespann bereits auf uns wartet. Und dann kann ich euch sagen, meine Freunde, mein Körper lechzt förmlich nach einem goldbraunen Schnitzel. Ich denke mal, das wurde sich heute auf jeden Fall verdient. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr das ebenfalls so seht, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da, das hilft enorm. Und dann freue ich mich bereits auf eine weitere ruhmreiche Burgentour mit euch zusammen. Und ich sehe da schon einiges am Horizont, kann ich euch sagen.